Hallo Leute und herzlich willkommen hier. Ihr seht schon bei welchem Spiel, und zwar bei einem neuen Let's Play, und zwar ist es Mordillos Jungle Fever XXL. Ja, ihr seht schon, die Grafik ist jetzt nicht gerade überragend, aber ich kann sie nicht höher stellen. Und das liegt einfach daran, da das Spiel schon uralt ist. Ich habe das schon vor so circa 6 Jahren immer mit meiner Schwester gespielt. Und deswegen möchte ich jetzt auch gleich die Gelegenheit nutzen und ihr heute alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ja, ich kann leider nicht dabei sein, wir sehen uns heute nicht leider, aber auf jeden Fall möchte ich hierüber auch noch jetzt mal sagen, alles Gute und hoffe, du hast einen schönen Tag. So, dann würde ich sagen, wer das Spiel nicht kennt, das dürften die meisten sein. Es ist ein Jump'n'Run, kann man schon fast nicht sagen, aber ich würde jetzt einfach mal starten und dann seht ihr das schon alles. Also ihr seht, ich bin der Tarzan. Das Einzige, was man braucht hier für das Spiel, ist die Leertaste. Und man sieht schon, es gibt Lilianen, also man springt halt von Liane zu Liane und kriegt dafür Punkte. Da gibt es natürlich auch noch ein Ziel dahinter. Unten links sieht man übrigens die Leben, oben halt die Punkte. Man kriegt bei allen 2500 Punkten ein neues Leben. Insgesamt gibt es 30 Level. Und man sieht schon, da muss ich hin natürlich, zu der Traumfrau. Weiß nicht, ob das jetzt Jane darstellen soll, aber ich schätze es mal. Und man darf natürlich logischerweise nicht runterfallen, denn sonst verliert man ein Leben. Wobei man jetzt auch noch sagen kann, dass man jetzt erstmal sie verlieren würde in manchen Leveln. Aber ich denke mal, das werdet ihr irgendwann sehen. Also man kriegt einfach jetzt doppelte Punkte auch, das heißt, es geht alles sehr viel schneller. Und ja, dann hat man es geschafft und ist das nicht herrlich. Sehr schön, sehr schön. Also das Spiel ist wirklich schon uralt, ich weiß gar nicht wie alt, aber hat schon einiges. So, jetzt sind wir hier in Level 2 und man sieht schon ein Krokodil, jetzt wird es nämlich schon extrem schwieriger hier. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt bis Level 30 komme, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie schwer das alles war. Auf jeden Fall wird es doch gar nicht so einfach. Also das Krokodil ist jetzt eigentlich im Moment noch kein Problem, weil ich eigentlich durchspringen kann, aber wenn ich jetzt zu lange an einer Liane hängen würde, würde das Krokodil hochschnappen und mich dann irgendwann fressen. Es kann natürlich auch passieren, dass es daneben schnappt, aber das riskiere ich jetzt erstmal nicht, weil ich jetzt erstmal Punkte will. Und jetzt dürftet ihr gleich sehen beim nächsten Sprung. Zack, neues Leben. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Maximalanzahl von Leben gibt, aber das werden wir vielleicht mal sehen, aber ich denke mal, ich sterbe dann auch irgendwann mal. Das ist jetzt so ein kleines Fun-Leben-Projekt hier, also ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt wirklich hier durchspielen werde, wobei 30 Level sind eigentlich noch machbar. Wobei es, da seht ihr schon, da gibt es noch eine schöne Giraffe. Da bin ich jetzt schön drüber gesprungen, aber normalerweise kann man da auch schön gegenknallen, also, und dann kommt man halt nicht weiter zur nächsten Liane. Das war schon etwas knapper. Zusätzlich gibt es ja auch noch so ein paar kleine, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder, wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel, ja, seht ihr, verliert man Leben. Ich dachte jetzt, das wäre schon das Ende. Nun gut, es gibt natürlich auch noch einen Elefanten, der auf dem Baum steht, bla bla bla. Einfach ein paar Tiere mit eingebracht. Es gibt noch eine Schlange und sonst weiß ich gar nicht, ob es noch irgendwas gibt. So, das ist jetzt aber das Ende und durchgesprungen und da seht ihr, kommt man irgendwie weiter. Ich weiß nicht genau, ob das ein Bug ist oder ob das jetzt extra so sein soll. Keine Ahnung. Gute Frage. Würde mich mal interessieren, ob das so Easter Egg-mäßig ist, aber ich meine, was ist das eigentlich für ein Easter Egg, ne? Ist jetzt nicht so der Brüller. Am Elefantenrüssel rutscht man eben runter bis zum Schluss und deswegen hat man seinen Vorsprung sozusagen vergeudet. Da dürfte jetzt irgendwann wieder die Giraffe kommen, irgendwann, demnächst. Die Level werden auch übrigens immer länger, wie man natürlich auch fast logisch sich denken kann. Und natürlich auch etwas schwieriger dann immer. Aber es macht einfach mal Spaß zwischendurch, finde ich zumindest. Wenn man hier einfach mal ein bisschen durchhopst und so. Also ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Muss ich echt sagen. Level 4 schon. Es geht ab hier. Und neues Leben gekriegt. Sehr schön. Ja, ich finde einfach, ich meine, es ist klar, es ist jetzt nicht sehr anspruchsvoll. Man kann es vielleicht auch nicht 10-mal durchzocken oder so. Aber ich finde einfach so zwischendurch macht es echt mal Bock. Es einfach zu spielen. Also ich finde es eigentlich ein cooles Spiel. Ich habe es jetzt wie gesagt erst seit heute wieder gespielt, irgendwie entdeckt im Schrank irgendwo lag es noch rum. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das gekauft habe, aber es ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Freeware ist. Könnte auch sein. Auf jeden Fall kriegt man eine Testversion. Das gibt's auf jeden Fall. Es gibt schon Testversionen hier. Ist natürlich nicht schlecht. Nein, aber ich finde es einfach mal cool und habe es gefunden und dachte, komm, mach mal ein Video. Auch wenn es jetzt nicht so das Burner-Spiel ist, aber hey, geht doch auch. Jetzt gleich nochmal Wasserlevel. Also ihr seht, es ist nicht immer abwechselnd. Und es wird doch schon etwas schwieriger.
Ach, Affen gibt's noch, genau. Die Affen klettern da immer rum und stoßen einen dann runter. Man kann allerdings auch Affen runterstoßen und kriegt dann, glaube ich, noch extra Punkte. Glaube ich. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, wenn man direkt auf den Affen drauf springt, dann fliegt der Affe runter und nicht man selber. Und deswegen kriegt man noch Punkte, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man Punkte kriegt. Auf jeden Fall hat man dann keine Probleme mehr. Ja, man kriegt Punkte. Sehr schön. Das Krokodil will aber nicht den Affen fressen, sondern nur uns zwei hier. Ich glaube, sogar nicht mal die Jane, sondern eigentlich nur mich. Weil beim Wasserlevel gibt es auch noch ein kleines Extra. Man kann nämlich noch schwimmen. Das ist hier einfach beim Dschungel selbst nicht möglich, leider. Okay, das wäre auch ein bisschen hart unlogisch. Aber beim Wasserlevel kann man noch schwimmen. Das heißt, wenn man runterfällt, kriegt man zwar keine Punkte mehr, aber man hat wenigstens noch alle Leben. Wow, das war auch nicht ganz unknapp. Jetzt weiß ich nur noch, dass es Schlangen gibt. Mehr fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber ich glaube, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Aber hier ist es einfach ruhiger, weil man warten kann, bis man die perfekte Liane erwischt. Hinten dran, der Dschungel. Ich meine, es ist jetzt halt alles grafisch eigentlich unterstes Niveau, aber ich finde einfach, jetzt könnte ich zum Beispiel nicht springen. Egal, hat geklappt. Die Dinger nerven nämlich tierisch, die kommen nämlich immer hoch und dann gehen sie wieder weg und dann kommen sie auf einmal wieder. Waren so viele vorhin da? Habe ich gar nicht mitgekriegt irgendwie. Naja. Gleich haben wir noch mal ein Leben. Sehr schön, sehr schön. Noch einen Sprung, dann haben wir wieder ein neues Leben. Bisher haben wir, glaube ich, alle Punkte geholt, oder? Es gibt noch so einen vorprogrammierten Highscore. Also dann stehen da irgendwelche Namen. Weiß ich gar nicht. Sehen wir dann irgendwann, wenn ich mal tot bin. Also Game Over. Dann sieht man dann einen netten Highscore. Der ist so, aber der ist halt echt vorprogrammiert. Das heißt, ich habe hier noch gar nichts drin. Aber man kann sich dann da schön eintragen. Nee, da springe ich jetzt noch nicht. Nö. Ja, jetzt halt. Sehr schön. Schnell weiter hier. Denn wir wollen ja auch nicht zu lange bei den niedrigen Leveln bleiben. Wir wollen ja auch endlich mal die Schlange sehen hier eigentlich. Da kann es immer schön passieren, dass die nette Giraffe dann auf einmal hochkommt und einer noch schön weghaut. Aber bisher ist noch nicht passiert, das ist gut. Ich überlege gerade, ob es noch ein Tier gibt, aber ich meine, das war's. Also es gibt 30 Level, so viel weiß ich. Bin mir aber echt nicht sicher, ob ich schon alle durchgespielt habe mal. Ich weiß gar nicht, bei welchem wir jetzt im Moment sind. Sehen wir gleich. Level 8. Level 8 sind wir erst. Naja, gut. Level 8. Immerhin Level 8. Aber die Level werden natürlich auch immer länger und schwieriger. Das heißt, man braucht immer mehr Zeit. Man kann jetzt nicht so durchrennen wie gleich am Anfang. Und neues Leben gekriegt. Sehr schön. So, auf den Affen warte ich mal eben. Vielleicht kriege ich den weggehauen. Wenn der jetzt nämlich hochkrabbelt. Ja, das war jetzt blöd. Ja, da habt ihr gesehen, hat der Affe mich weggehauen. Der ist aber auch eine Millisekunde irgendwie zu früh oder zu spät, besser gesagt, losgelaufen. Das hätte ich ihn gekriegt. Nun gut, ach, da ist die Schlange. Die Schlange hat die echt blöde Angewohnheit, dass man dann richtig langsam wird. Also man, die schwingt einfach nicht so schnell. Und deswegen ist die Schlange eigentlich sehr unbeliebt. Und ich habe es mal wieder geschafft, hier das Super Easter Egg. Das geht übrigens auf der anderen Seite auch. Werde ich mal gleich versuchen, ob ich das da auch hinkriege. Hey. Sehr schön. Also Schlangen mag ich eigentlich gar nicht, Giraffen nerven zwar noch mehr, aber naja, okay, Affen sind auch nicht schön. Eigentlich mag man hier gar keine Tiere, wenn man es mal so recht bedenkt. Außer den Elefanten, der ist eigentlich ganz cool. Der auf dem Baum steht. Irgendwie, naja gut. Ist halt ein sehr, ja, ein Kinderspiel, kann man echt nicht anders sagen. So, und verdammt, habe ich nicht hingekriegt. Das werde ich aber noch versuchen, das kriege ich auch noch hin hier. Da gibt es nämlich auch noch so eine kleine, ich weiß gar nicht, Level 9, okay, jetzt kriege ich es hin, oder? Auf dem Rückweg dann. So, also man braucht echt nur eine Leertaste, so ein richtig, richtiges Spiel für damals, keine Ahnung, die ganz ersten Game-Konsolen da, die hätte man damit schon
beladen können. Okay, grafisch wahrscheinlich doch noch zu anspruchsvoll, aber trotzdem eigentlich eine Taste. Damit ich verkack's aber auch immer mit dem blöden Affen hier. Naja, der Affe killt mich gerade immer. So ein Scheiß. Egal, ich habe noch genug Leben. Jetzt natürlich noch eine Giraffe hinter der Schlange. Egal. Und neues Leben. Sehr schön. Ne, ich spring jetzt nicht. Das war auch nicht ganz unknapp. So, und jetzt mal gucken, ob ich das Ende hinkriege. Man kann übrigens auch erst nur die Jane verlieren, dann kriegt man aber halt immer noch nur weniger Punkte. Ne? Ist auch klar. Also jetzt kriegt man ja mal 100 und dann kriegt man nur 50. Das war auch nicht so ganz unknapp hier. Naja, egal. Hauptsache man lebt noch und man kriegt ein paar Punkte und man hat noch genug Leben. Aber ich denke mal, 6 sollten jetzt erstmal reichen. Und wenn ich den Affen dann... Okay, der Affe ist jetzt gerade auch nicht mehr da, aber... Na verdammt, ich verkack's immer. Okay, nächstes Mal, Leute. Nächstes Mal im Dschungel kriege ich es. Jetzt ist wahrscheinlich wieder Wasserlevel. Schätze ich mal, ja. Und ich guck mal, vielleicht fliege ich ja nochmal rein, dann könnt ihr das auch sehen mit dem Schwimmen. Das ist sehr praktisch hier. Ja, ich schwinge mich so ein bisschen. Was zur Hölle? Also die sind jetzt schon sauweit weg. Ich sehe die gar nicht mehr. So ungefähr. Naja. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt von wegen Qualität oder so. Ich glaube, ich nehme zwar jetzt ein Vollbild auf, aber er kann gar kein Vollbild abspielen, weil es schon zu gut ist. Glaube ich zumindest, dass das hier in irgendeiner komischen Qualität aufnimmt gerade. Ich glaube irgendwie so ein paar Pixel mal ein paar Pixel halt. Uiuiui. Ja, ich muss springen. Ich sehe ja sonst nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Passt. Locker, locker. Sehr schön. Oh, wie schön, wie schön. Wie oft musste die eigentlich retten? Das ist irgendwie auch ein bisschen, naja, gut. Einmal retten reicht halt nicht. Man muss sie 30 Mal retten. Zusätzlich zu dem Spiel gibt es auch noch 2 Hintergrundbilder. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also 2 Hintergrundbilder und ein Screensaver. Safer. Ja, also das ist echt hier. Lohnt sich echt, das Ding zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch kriegt, also im Handel wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, woher ich es habe. Ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen irgendwann mal. Zum 3. Geburtstag oder so. Nee, also keine Ahnung, ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen. Und gleich kriege ich ein neues Leben, ein neues Leben. Man muss übrigens auch aufpassen bei den Schlangen, dass man nicht drüber springt. Das ist alles etwas nervig. Deswegen mag ich Schlangen nicht gar nicht. Da verliert man immer sehr gerne seine Leben. Wobei bei Giraffen auch, also man verliert insgesamt sehr gerne Leben hier. Leider, leider. So, schön, neues gekriegt. Vielleicht kriegen wir die Zeile unten doch noch voll, aber ich glaube 10 ist echt Maximum. Nee, ich hab's wieder nicht geschafft. Normal bleibt es, egal, ich sag noch nichts. Aber ich hab's wieder nicht geschafft. Naja, egal, nächstes Level. Ich werde es irgendwann noch schaffen, dass ich das da auch noch hinkriege. Mich gleich wieder rüberspringen, dann passiert es nämlich, wenn man gleich dann springt, also 2 miteinander. Na toll, dankeschön, Giraffe. Ah, das passt. Ah, das passt auch, sehr schön. Ja, da muss man halt immer ein bisschen gucken, aber manchmal passt es einfach, manchmal nicht. Und manchmal kommt eine Giraffe, wow, Giraffe hoch. Und das passt noch gerade so. Der Affe ist gerade runtergeklettert, aber ich springe trotzdem mal lieber. Das hätte jetzt auch sehr gut schief gehen können. Und jetzt bin ich vor die Liane gesprungen. Naja. Und wieder. Hey. Also man sieht, man verliert echt sehr gerne auch Leben. Ganz viele auf einmal. Das ist dann immer bei irgendeinem blöden Sprung, dass man es dann nicht einfach nicht hinkriegt und dann gleich mal wieder ein paar Leben verliert. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch dieses Level hier auf jeden Fall. Fertig. Ne, den Affen kriegen wir nicht mehr. Egal, was soll's. Soll er doch überleben, der Gute. So doll stört uns jetzt auch nicht. So. So. Vielleicht kriege ich nochmal ein neues Leben, aber ich habe ja auch 2 verloren in dem Level hier. Also das ist nur fair. Verdammt, schon wieder nicht geschafft. Naja gut, ich würde sagen, das war's dann für diesen lustigen kleinen Part. Schreibt mir schon mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Einfach mal so kleine...
ich weiß gar nicht, es ist halt so ein Minigame, eigentlich kann man schon fast nennen, aber es ist gekauft, also es ist so ein etwas größeres Minigame. Uralt, aber ich finde es trotzdem cool. Schreibt mir mal, was ihr von solchen Projekten haltet, die gehen ja nicht lang. Ich meine, ich bin jetzt Level 13, ich denke mal in 3 Parts oder so habe ich das durchgespielt. Aber würde mich interessieren, was ihr von sowas haltet, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, entweder hier wieder bei Jungle Fever oder bei irgendeinem anderen Projekt. Tarzan ist schon ganz aufgeregt und will die ganze Zeit losspringen, aber ich sage jetzt danke fürs Zuschauen und hoffe, hat euch gefallen, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!